Präsident ist gegangen, zweitens, der Professor bleibt, drittens, der Bauer hat die Ehre. Meine Frau hat mir eine weitere Begründung dafür geliefert, nicht mehr zu kandidieren. Sie, die Ernährungswissenschaftlerin, hat mir vorgerechnet, dass ich in den letzten 12 Jahren 12 Kilo zugenommen habe und prognostiziert, dass ich mich nach weiteren 12 Jahren zerreißen würde. Blickweise, dass er die akademische Pflicht mit der strategischen Positionierung seiner Hochschule mit einem klaren Blick auf die politischen Rahmenbedingungen zu verbinden in der Lage ist und war. Der hier mit sehr viel Herzblut, mit großem Engagement sich für die positive Entwicklung dieser technischen Hochschule eingesetzt hat. Für dich war aber nicht nur die Weiterentwicklung der Hochschule wichtig, sondern auch, dass diese Hochschule in zwei Städten beheimatet ist. Seit dem 1. Oktober ist Professor Dr. Erich Bauer nun Präsident AD der OTH Amberg-Weide. Nach 12 Jahren Amtszeit hat er zum letzten Mal die Hochschulbühne betreten. Professor Dr. Erich Bauer geht, ohne Wehmut zu verspüren. Summa summarum, meine Damen und Herren, ich habe das Gefühl, meine Aufgabe, meine Verpflichtung erfüllt zu haben. Die Geschichte hier ist auserzählt. Mit Zufriedenheit kann ich heute sagen, dass aus dem Experiment Fachhochschule in der nördlichen und mittleren Oberpfalz, dass aus der, Minister hat es angesprochen, Herausforderung Doppelstandort, Marathonstrecke, Amberg-Weiden sind 42 Kilometer auseinander, als Marathonhochschule ein Vorzeigemodell einer modernen, vernetzten Verbundhochschule geworden ist, das andere gerne nachfragen. Auch dafür sage ich Ihnen meinen herzlichen Dank. Wir haben gemeinsam mit Leidenschaft, mit Fantasie und Mut den Gründungsauftrag, lieber Gustl, aus der Praxis für die Praxis, aus der Region für die Region, genau dieses Mantra habe ich von dir übernommen, tagtäglich neu buchstabiert. Und wir haben mit der Entwicklung von einer kleinen FH hin zur starken OTH Zukunftssicherung für die ganze Hochschulregion geleistet. Diese Leistungen wurden gewürdigt. Der erste in der Reihe, Wissenschaftsminister Dr. Ludwig Spänle. Das heißt, wir haben diese starke Wirkung der Entfesselung regionaler Kräfte im Umfeld solcher Hochschulen. Die OTH ist hier ein besonders glänzendes Beispiel, sowohl in Forschung wie in Lehre. Der scheidende Präsident, Professor Bauer, hat dazu ganz entscheidend beigetragen. Auch Emilia Müller, Staatsministerin für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, hob in ihrem Grußwort die Bedeutung von Professor Dr. Erich Bauer in seiner Rolle als Präsident der OTH Amberg-Weiden für die Oberpfalz hervor. Konsequent hast du, lieber Erich, deshalb in den 12 Jahren als Präsident der OTH Amberg-Weiden und auch Regensburg deinen Beitrag dazu geleistet, dass aus der Oberpfalz eine Wissensregion, eine Innovationsregion geworden ist. Manche Oberpfälzer glauben es immer noch nicht. Die Laudatio zur Verabschiedung hielt der Abt der Benediktinerabtei Plankstetten, Dr. Beda Sonnenberg. Dann war es soweit. Professor Dr. Erich Bauers letzte Rede als Präsident. 2003 ist Professor Dr. Erich Bauer angetreten. Seitdem ist viel passiert. Die Zahl der Erstsemester, der Studiengänge und der Mitarbeiter in Wissenschaft und Verwaltung wurden verdreifacht. Und jetzt? Für Professor Dr. Erich Bauer beginnt das Projekt Menschwerdung. Ich will jedenfalls in der Koppelung von Forschungspraxis und irgendwie auch Resozialisierungssemester im nächsten Jahr in ein akademisches Abklimmen gehen. Und dabei werde ich die 3 F in den Mittelpunkt stellen: Familie, Fitness, Forschung. Der erste Schritt dazu ist die offizielle Amtsübergabe an seine Nachfolgerin, Professor Dr. Andrea Klug. Sie weiß, welche große Verantwortung sie nun für die kommenden 6 Jahre trägt. Ihre Ziele für die Amtszeit stehen unter den 3 Schlagworten Kontinuität, Profilschärfung, Weiterentwicklung in allen Bereichen. Das betont die neue Präsidentin in ihrer Antrittsrede. Mit der Hochschulfamilie und mit Ihnen allen zusammen
möchte ich die zentralen Herausforderungen mit meinem Team der kommenden Jahre angehen, nämlich die OTH Amberg-Weiden auch weiterhin attraktiv und sichtbar zu machen, und zwar in der Region und über diese hinaus. Ich möchte hierzu das Profil unserer Hochschule noch weiter schärfen und weiterentwickeln, und ich habe das Glück, dass ich hier hervorragend aufbauen kann auf den Stärken unserer Hochschule und unserer Region und dem, was bereits geleistet wurde. Die Verabschiedung des Präsidenten Professor Dr. Erich Bauer. Das Ende einer Ära, aber kein Neubeginn, sondern die Fortsetzung des bisher Erreichten.